Hey Leute, willkommen zurück beim Duell gegen Chandra und wir dürfen anfangen, wenn wir diese Kartenhand behalten und das machen wir einfach mal direkt. Eine Kreatur haben wir hier, mit der wir Karten ziehen dürfen, wenn wir Schaden durchbekommen. Und wir haben hier noch einmal wieder das Neutralisieren, die Essenzzerstäubung auf gut Deutsch, mit der wir Kreaturenzauber neutralisieren dürfen. Und hier hinten habe ich nochmal die Karte, mit der wir Kreaturen des Gegners tappen können. So, das ist schon mal sehr interessant. Oh, sehr schön. Fügt einem Spieler einen Schadenspunkt zu, wir erhalten einen Lebenspunkt. Mache ich jetzt erstmal nicht, denn falls sie jetzt wieder irgendwas spielt, könnte ich ihr das unterbinden, obwohl das bringt mir nichts. Ich kann ja eh noch nicht angreifen. Sie wird jetzt wahrscheinlich den Typen spielen. Genau, den guten alten Goblin. Bringt ihr aber nicht so viel. Ach, der Goblin kann jetzt sogar noch nicht mal blocken. Aber ist eh egal. Ja, dann spielen wir jetzt die Karte. Das sorgt nämlich dafür, dass sie nicht angreifen kann. Ich würde ihre Kreatur zerstören und sie würde nur doof aus der Wäsche gucken. Und das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Mal schauen, was sie jetzt spielt. Jetzt bekommt die Zauber hier noch mit 2-2 rauf. Oh Mann, schade. 4-3er-Kreatur dadurch. Und dadurch, ja, haben wir natürlich auch das Problem, dass wir nicht mehr blocken können. Aber sie greift trotzdem an. Das ist für mich schon mal gut, weil dann kann ich eine Karte gleich ziehen. Und ohne immer ändernde Weite. Brauche ich ein Land jetzt dringend? Ja, obwohl Land sollte man schon behalten. Im Auge behalten so ein bisschen. Okay, wir greifen erstmal kurz an mit der Karte hier. Und dann schauen wir mal, was passiert. Komm, schon irgendwas Nettes. Oh ja, eine recht starke Kreatur haben wir gezogen. Die können wir sogar in 2 Runden schon spielen. Und jetzt ist die Frage, die Karte kostet 3. Dann könnte ich theoretisch das hier noch schnell machen. Ja, natürlich von Chandra. Denkst du, ich will mir selber Lebensenergie absaugen? So sehe ich aus, ey. Und dann geht's weiter. So, die 4 Schaden muss ich notfalls halt wieder einfach mal einstecken. Oh, nochmal 2 Schadenspunkte. Wie assi. Aber kriegt sie ja nicht zerstört. Es sei denn, sie hat noch einen Zauber. Sie holt sich Mana. Ist in der Kampfphase. Was hat ihr das jetzt gebracht, Leute? Die muss noch irgendwas planen. Ja, okay. Da kommen nochmal die anderen 2 Schaden rein. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn sie den davonkommen lässt. So, okay. Oh, hier. Wird schon mal Schaden dann abgeblockt. Sehr nette Karte. Wir holen uns einfach mal eine Insel. So, dann haben wir eine recht ausgewogene Anzahl, was das angeht. Und ja, dann geht es trotzdem erstmal wieder weiter. Ich bin gespannt, was die Runde bringt. Momentan sieht es ja nicht so rosig aus. Sie hat noch 18, wir haben gerade mal noch 13. Und wir wissen ja, dass sie einige starke Zaubersprüche hat. Aber immer locker bleiben, Leute. Wir kriegen gleich eine 4-6er-Kreatur raus, dann kann sie nicht mehr angreifen momentan. Und jetzt kommt der Riese rein. Den Riesen würde ich jetzt aber doch ganz gerne mal dann verwehren. Den gibt es heute nicht. Hast schon genug Kreaturen draußen. Lass mich doch auch mal mit ins Spiel kommen. Und zwar, indem ich den Minotaurus werke. So, sie hat noch 2 Karten auf der Hand. Beziehungsweise gleich werden es 3 sein. Erstschlag, ne, Erstschlag hat er nicht, aber Eile. Das Erstschlagdingens gibt 3 drauf. Oh, sie greift nicht an. Okay, gut zu wissen, aber sie spielt nochmal die 4-3er-Kreatur. Ja. Die 4-3er-Kreatur, die ist natürlich schon ein bisschen nervig. So, wie machen wir das jetzt? Ich spiele wohl die Kreatur, würde ich sagen, wa? Genau, ich glaube nicht, dass sie angreift nächste Runde. Nichtsdestotrotz überspringe ich den Angriff, damit ich notfalls 2 Blocker hätte. Und dann würde ich sagen, tappen wir ihre Kreaturen, falls sie jetzt keine neue rausbringt. Nein, sie bringt keine Kreatur, sehr schön. Das trifft sich natürlich. So, das Tappen kostete 3 Mana. Und wir könnten noch ein paar Ah, ne, kann ich nicht. Das wäre zu teuer. Na gut, dann tappen wir ihre beiden Kreaturen. Die enttappen auch nicht während ihres Segments. Das ist immer richtig schön. Ich könnte jetzt noch eine getappte Kreatur zerstören. Aber das spare ich mir, glaube ich,
für einen Angriff von ihr auf, ehrlich gesagt. So. Gehen wir über in die nächste Phase und greifen einmal an. 7 Schaden dürften durchkommen. Sie hat noch Mana offen. Aber sie nutzt es nicht. Okay, das ist ja interessant. Doch, jetzt nutzt sie es. Und zwar einem Spieler deiner Wahl X Schadenspunkte zufügen. Das heißt 3 Schadenspunkte gegen mich sogar direkt. Direkt gegen mich. Und das verdoppelt sich durch die Scheißkreatur. Stimmt. Oh, böse. Das ist wirklich böse, böse, böse. Und jetzt kommt auch noch dieser scheiß Phoenix ins Spiel. Na, sieh mal einer an, ey. So, ich dürfte jetzt wieder Kreaturen hier zerstören. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Die Fledermaus könnte ich auch bringen, dann würden wir ein bisschen Lebenspunkte bekommen. Da könnte ich die 4-2er mitblocken. Ja, ich spiele erstmal die Fledermaus, glaube ich. Boah, spannend. Ja, natürlich gegen Chandra, bitte. Und ich glaube, ich greife nicht an. Nein, wir greifen nicht an, liebe Leute. Angriff wird übersprungen. So, und wenn sie jetzt angreift, dann habe ich ein bisschen was zum Blocken notfalls. Aber ich glaube nicht, dass sie angreifen wird. Nee. Mal schauen, ob sie einen bösen Zauberspruch hat. Oh, nicht dieses, nicht der. Dieser kranke Blocker. Nicht ernsthaft. Scheiße. Ah, sehr gut. Da kommt der Vampir genau richtig. Mit dem kann man nämlich richtig schön den 4-10er auch abwehren. Weil der würde trotzdem sofort sterben. Und ja, jetzt stehen wir uns wieder mal so gegenüber. Liebe Chandra, ich greife nicht an. Du kannst von mir aus aber machen, was du willst. So, mal schauen. Ich glaube nicht, dass sie angreifen wird. Doch, mit dem 4-10er greift sie ernsthaft an. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie dem jetzt eine Verzauberung gibt. Ob der Erstschlag bekommt oder so. Ich muss es riskieren trotzdem, dass der geblockt wird. Aber ich glaube, sie wird was zaubern. Nein! Okay. Na gut, dann war das Opfer gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Wie viel Schaden würde ich durchbekommen? 5 gerade mal. Das ist ja nicht so viel. Ach scheiße, ich hätte das hier noch machen können. Dann wäre unser Typ nicht draufgegangen. Oh, wieder ein Fehler gemacht. Oh Mann, ja, tut mir echt leid, Leute, dass mir hier immer so eine Missgeschicke nochmal unterlaufen. Das ist echt nervig. So, lass mich mal gucken. Der ist nicht so stark, deswegen würde ich den nicht gerne zerstören wollen. Die anderen sind alles Dreier-Kreaturen. Ich glaube, wir zerstören mal eben den hier. Der sorgt nämlich dafür, dass die so starke Sachen bekommt. So, und dann geht's weiter. Ich könnte noch den Spontanzauber wirken. Angriff wird erstmal übersprungen, weil sie sonst richtig schön in mich reinrennen kann. Und ja, wir haben ein bisschen weniger Lebenspunkte als sie momentan. Erstschlag für Remasuri-Kreaturen, okay. Das ist aber die einzige Remasuri-Kreatur, die sie bisher hat. Es sei denn, sie bringt jetzt noch hier diese Kreatur mit Eile. Oh, das ist doch scheiße. Was soll das denn? So, sie greift mit dem 5-3er an. Nein, sie greift mit allen Leuten an. So, jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Ach scheiße, die haben jetzt ja alle Eile bekommen und Erstschlag. Okay, jetzt muss ich mir was überlegen. Also die 4-6er ist schon mal klar, die muss gegen den hier gehen. So, die beiden muss ich eigentlich blocken. Dann geht der gegen den. Und der gegen den. Und das, achso, Moment, ja, blocken. Moment, und der gegen das hier. Damit ich nämlich keine 4 Schaden bekomme, dann kriegen wir nur 2 Schaden. Und wir haben noch eine Kreatur, sie hat noch 2 Kreaturen. Und ich kann aber eine getappte Kreatur meiner Wahl zerstören. So, was hat die nochmal gebracht? Eile. Und das hat Doppelschlag gebracht. Ach ne, Erstschlag. Okay, Erstschlag, das ist ja dann... Dann hau ich, glaube ich, den mit Eile eher weg. So. Und jetzt sieht es eigentlich gut aus, weil jetzt könnte ich mal wieder einen Angriff starten. Ohne, dass ich Angst haben muss, weil sie kann gleich nur mit einem Schaden rauskommen. Es sei denn, sie hat wieder irgendwann einen Zauberspruch mit Eile oder so.
Und jetzt wird's richtig eng. 6 zu 5, liebe Freunde. 6 zu 5. Sie ist in der Hauptphase. Was wird sie machen? Sie holt den Phoenix wieder rein. Okay, sie holt den Phoenix. Ich kann aber auch einen Zauberspruch mir wiederholen. Das ist natürlich geil. Das ist wirklich wichtig jetzt. Und ich würde sagen, welchen soll ich jetzt nehmen? Die Kreatur töten oder eine Kreatur direkt verhindern? Nee, oder tappen, stimmt. Verhindern habe ich hier auch. Der ist so schön günstig. Ich glaube, ich spiele das mit dem Verhindern. Ja, das spiele ich. Das spiele ich. Das hört sich für mich sinnvoll an, muss ich sagen. So, jetzt gehen wir auf weiter mit der 4-6er-Kreatur. Greife ich erstmal an. Mal schauen, ob sie blockt. Sie hätte nur noch einen Lebenspunkt sonst. Sie blockt, okay. Und jetzt bin ich gespannt, was sie so macht in ihrer Runde. Wir können ihre Kreatur, die sie jetzt gegebenenfalls spielt, abblocken. Es sei denn, sie spielt jetzt böse Zaubersprüche gegen uns. Verzaubert ein Gebirge. Das verzauberte Gebirge ist eine 7-7 rote Riese-Kreatur mit Eile. Aber sie ist immer noch ein Land. Moment. Oh scheiße, sie ist immer noch ein Land. Das ist das Problem. Okay, sie greift nicht an, damit sie will den als Blocker haben. Und jetzt könnte ich ihr das Teil rüberpassen. 2 Schadenspunkte fügt das zu. Ich würde die Kreatur ja natürlich opfern. Die einzige Sache ist, wenn das schief geht. Sie wird gleich angreifen mit der 7-7. Dann könnte ich mit dem hier blocken und den opfern. Dann könnte ich mit der 4-6er angreifen. Sie hätte nur noch ein. Und dann könnte ich es rüberpassen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ich glaube, das ist so rum sinnvoller. Oder wenn ich jetzt die opfere, dann kriegt sie 2 Schaden. Sie würde wahrscheinlich angreifen. Ich könnte nicht blocken. Aber könnte dann ja in meiner Phase angreifen. Oh, ist das schwer. Ich glaube, ich opfere sie jetzt. Ah, nee, warte mal. Ich würde ja gar nicht überleben. Nee, ich würde ja gar nicht überleben. Das ist ein Artefakt. Das heißt, ich muss auch warten, bis ich das spielen kann. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, dann beenden wir die Runde erstmal. Dann kann ich blocken. Dann kann ich Schaden machen. Okay, ich hoffe mal, dass mein Plan aufgeht. Ich kann ihre Kreatur, also falls sie noch eine weitere Kreatur jetzt beschwören möchte, dann kann ich ihr die abblocken. Okay, der Phoenix kommt rein. Moment, der kommt nämlich nicht rein, meine liebe Chandra. Den behältst du mal schön auf dem Friedhof. Die Kampfphase. Jetzt entscheidet sich einiges. Oh, sie greift nicht an. Okay, sie ahnt wahrscheinlich was. Und der Drache kommt ins Spiel. Eine fliegende Kreatur. Und jetzt opfer ich den, weil die hat so viele Zaubersprüche. Ja, den opfer ich. Den opfer ich. Ich opfer den 5-5er. Auch wenn er angreifen könnte. So. Das soll zu... Was? Bestimme einen Spieler, der die Kontrolle... Ja, Chandra natürlich. Und ich opfere dafür die 5er-Karte. So, jetzt bin ich gespannt, was sie macht. Der Angriff wird erstmal übersprungen. Wir gehen auf weiter. So, sie bekommt jetzt Schaden. Das ist schon mal gut. Und sie spielt ein Land. Und sie spielt den Magusstab. Okay. Wieso hat sie nicht erst den Magusstab gespielt? Das ist ein bisschen dämlich. Wird sie ihr Land opfern? Nein, macht sie nicht. Hauptphase, sie holt sich den Phönix auf die Hand. Okay. Ich darf 2 Karten ziehen. Komm schon, irgendwas richtig Schönes. Irgendwas richtig Schönes. 2 Länder, ey. No, das ist Verarsche. Das ist wirklich Verarsche. Und sie wird jetzt gleich den Phönix spielen. Das ist das Problem. Sie bekommt jetzt 2 Schaden. Hat der Phoenix Eile? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, scheiße, ich habe echt ein bisschen Schiss. So, sie bekommt 2 Schadenspunkte. Aber sie bekommt auch ein Leben gleich, dadurch, dass sie auf jeden Fall den Phoenix spielen wird. Fliegend. Nein, der hat keine Eile. Okay. Oh, bitte spiel jetzt nichts mehr, Chandra. Bitte spiel jetzt nichts mehr. Oh nein, sie spielt noch was. Kacke. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich, weil jetzt könnte sie angreifen. Ja, genau, das war klar, dass sie das macht. So, ich muss jetzt auf jeden Fall meine Kreatur hier opfern. Wohl oder übel.
Mir bleibt nichts anderes übrig. Und jetzt muss ich hoffen, was kommt jetzt? Oh, sie schickt das Ding wieder zurück. Sie schickt das Ding wieder zurück. Du blöde Kuh. Du blöde Kuh. Und wir kriegen nur ein Land. Ja, jetzt muss ich theoretisch den hier opfern. Aber es reicht nicht. Ich muss es trotzdem machen. Schade, es war wirklich knapp. Die Runde war mega spannend. Also unser Deck, was wir uns hier zusammengestellt haben, ist wirklich nicht so schlecht, liebe Leute. Aber es wird nicht reichen. Sie passt sogar das Ding sofort hier schnell wieder zurück. Aber sie hat noch die 7-7-Kreatur, deswegen gar kein Problem. Sie hat jetzt gewonnen an dieser Stelle. Das war ein schönes Duell. Das Duell hat mir echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ist die Frage, spiele ich nochmal mit dem Kartendeck hier, was wir uns zusammengestellt haben nächstes Mal oder nicht? Ich weiß es nicht so genau. Lasst euch einfach überraschen, Leute. Das ganze Leben ist ein Quiz und wir raten, raten, raten. Oder wie auch immer das Lied nochmal ging. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn du magst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du wieder einschaltest. Und bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao!